H&M, es war einfach so, dass ich mit H&M aufgewachsen bin. Und ich komme aus einer Familie, die vielleicht nicht reich ist. Und, Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich gerade in Frankfurt, bin in einem H&M-Store und heute haben wir einen Dreh mit Emre Can. Ich werde ein Interview mit ihm führen, es gibt eine Autogrammstunde und ich werde mir natürlich die neuen Sachen anschauen, die er selber ausgesucht hat. Also seid gespannt, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Viel Spaß! Wir nehmen den nochmal mit auf. So, jetzt haben wir gerade jemanden hier, du hast sogar dir gerade ein T-Shirt geholt. Du bist Fan von ihm, warum feierst du ihn? Wegen auch seinem Modegeschmack oder einfach nur Fußball? Einfach Fußball, ich liebe Fußball, wirklich alles. Ich bin auch ein Verein, ich spiele Fußball, ich liebe Fußball. Wenn es um Fußball geht, bin ich immer dabei. Und dass Emre Can hier ist und noch Fußballer ist und noch Liverpool, er ist so hochgekommen. Und ich mag ihn einfach. Er ist auch Landsmann, ich bin auch Türke. Eigentlich cool, aber Türke. Merhaba, nasılsın? Ja, Sen. Senden, İyimsin. Cool, wie ist dein Name nochmal? Serhat Öztürkaç. Hey, hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Danke. Vielen Dank, mein Lieber, ja? Okay. Ciao. Wenn ihr genauso Bock habt wie ich auf die WM, dann gebt doch jetzt mal dem Video einen Daumen nach oben. Ich freue mich schon tierisch. Und wenn ihr sagt, Marc, mach doch bitte mal das nächste Umstyling-Video bei H&M, schreibt ihr jetzt mal in die Kommentare Hashtag H&M. Oder was sagst du dazu? Warst du auch schon auf Emre Can? Ja. Oder weshalb bist du hier? Die will einfach so gucken, ne? Also nein, bin ich eigentlich zum Shoppen hier. Ich wusste heute gar nicht, dass er da ist. Also. Okay. Ja, die ist hier wegen den Prozenten im Sale. Ich kenne das doch, das Spielchen. Alles klar. So, wir sind gerade auf dem Weg nach unten. Wir haben jetzt ein Shooting noch für H&M. Das ist einmal die Schlange hier. Also man kann nicht sagen, dass der junge Mann nicht beliebt ist. Wirklich. Den Eindruck, den ich von ihm selber bekommen habe, sehr sympathisch, sehr bodenständig. Und ich glaube, das scheint auch bei den Leuten wirklich gut anzukommen. Also die stehen mittlerweile bis nach draußen. Vielleicht kann man das mal einmal filmen, wie viele Leute hier mittlerweile stehen. Guck mal, bis nach da hinten, noch unten nöcher, wollen die alle für Emre Can. Was geht? Alles klar? Wartet ihr auf Emre? Wollt ihr Foto mit ihm machen? Direkt erkannt, was YouTube, gell? Ja, ja, genau. Mit dem. Scheiße, ich hab früher immer diese Hard-Tutorial von dir angeguckt. Ja, ja, derbe Langheim mittlerweile, Mann. Sieht man. Ja, wird aufwachsen lassen. Mein Name ist Marc Eggers und ich wünsche der BM B-Crew ganz, ganz viel Glück für die deutsche Meisterschaft. Ich drücke alle Daumen, ihr werdet es schaffen und ihr habt auf jeden Fall eine tolle Freundin. Gehörst du auch dazu? Meine Schwester tanzt mit. Okay, liebe Grüße an die Schwester und ganz viel Erfolg. Tschüss. Tschüss. Danke dir. Ja, sehr gerne. Ich stehe jetzt gerade neben der lieben Jenny und der lieben Linda. Kommt ruhig ein bisschen näher, das ist schöner fürs Bild, dann sieht das so familiär aus und so vertraut. Von H&M, ganz kurz einmal, worum ging es genau heute? Einmal noch für die Zuschauer. Was war genau los mit Emre Can? Hier war ja wirklich die Hölle los. Lass du vielleicht einfach nochmal zwei, drei Sätze. Klar, gerne. Wir haben uns heute hier in Frankfurt an der Zeile in unserem H&M-Geschäft getroffen, weil Emre Can seine Selected By-Kollektion vorgestellt hat. Er hat hier, sieht man auch hier im Umfeld, seine Anzüge präsentiert, die er mit uns und bei H&M ausgewählt hat. Die sind letzte Woche in die H&M-Stores, hauptsächlich in Deutschland und online gekommen. Und wir haben heute eben die Möglichkeit gehabt, mit ihm gemeinsam eine kleine Autogramm-Session zu machen, ein kleines Meet and Greet. Und wir haben das Frankfurt dafür ausgewählt, weil Emre Can eben aus Frankfurt stammt und es seine Heimat ist und das sozusagen für ihn jetzt ein kleines Heimspiel war und das war eine ganz tolle Geschichte. Ihr habt die Möglichkeit, diesen Anzug, den ihr eben schon gesehen habt, zu gewinnen.
die netten Herrschaften von H&M waren so nett, nach Battle, nein, Spaß, waren so nett, haben gesagt, alles klar, doch, für deine Community wird ein dieser gesamte Anzug, also mit Schuhe, mit Hose, mit Hemd, mit Sakko, verlos. Was müssen die Leute dafür tun? Also natürlich Abonnent, ich guck mich gerade so nach. natürlich Abonnent des YouTube-Kanals sein, die Glocke aktivieren, einen Daumen nach oben und in die Kommentare schreiben, warum brauchst du denn überhaupt so einen Anzug? Ja, easy, das ist perfekt. Dann habt ihr die Möglichkeit. So, jetzt gehen wir nochmal auf den Anzug an. Also er sitzt auf jeden Fall gut, er ist sehr bequem. Was ist denn die Besonderheit daran? Du trägst jetzt gerade den Skinny-Fit-Anzug. Das Besondere an den ganzen Anzügen ist, dass man sie unter 100 Euro shoppen kann. Also okay. Man bekommt Hose, Sakko, Hemd unter 100 Euro. Das darfst du jetzt nicht erwähnen, weil sonst denken wir, für 100 Euro, da mache ich das Gewinnspiel. Die sind deutlich trotzdem teurer. Nein, Quatsch. Ja. Nee, ist auch sehr interessant aber, zu erfahren. Das Schöne ist auch daran, du trägst jetzt Skinny Fit, aber es gibt auch Slim Fit und Regular Fit und für jeden ist was dabei. Super. Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir Emre Can mal zu Wort kommen, was er davon hält. Viel Spaß jetzt mit dem Interview. Leute, ihr seht, heute mal ein ganz anderes Video. Ich bin nicht alleine, sondern ich sitze neben Nationalspieler und Spieler bei FC Liverpool, Emre Can. Erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, danke euch, hier mit bei mir im Video zu sein. Ja, ich fange jetzt mal direkt an. Für dich als Fußballer, was spielt da Mode für eine Rolle? Also ist es so, dass du sagst, ganz ehrlich, ich trage meinen Trainingsanzug, Fußballschuhe, Rest interessiert mich nicht, oder machst du dir tatsächlich Gedanken? Ich mache mir tatsächlich Gedanken, was ich anziehe, weil ich bin ein Mensch, der schon extrem interessiert war in Mode und dann jetzt mit H&M ist mir einfach so, dass ich mit H&M aufgewachsen bin und okay. Ich komme aus einer Familie, die vielleicht nicht reich ist und ich habe damals in einer Wohnung gewohnt, wo vielleicht 5 Minuten zu Fuß ein H&M war und ich habe da sehr, sehr oft einkaufen, heute immer noch und deswegen hat das bei mir auch mit H&M super gepasst und deswegen bin ich auch stolz drauf. Cool, auf jeden Fall spannend. Du hast vorher, warst vorher in Deutschland, bist jetzt in England. Gibt es da für dich Unterschiede, was die Leute angeht? Also achten die Leute in England mehr auf Fashion, auf Style oder ist das so? Ist schwer zu sagen. Ich glaube, klar, London zum Beispiel ist eine Fashion-Stadt. Aber jetzt so in meiner Mannschaft zum Beispiel, es gibt immer 2, 3, 4 Jungs vielleicht, die sich besser anziehen als der andere. Und das ist auch in Deutschland der Fall. Ich glaube, es gibt immer so, kann man nie so richtig sagen. Okay, cool. Mal so 3 Tipps einfach für die Jungs da draußen, was du persönlich sagen würdest. Ja. Was ist so ein Must-Have 2018, wo du sagst, das sollte jeder Mann im Kleiderschrank haben? Anzug. Auf jeden Fall. Anzug, ne? Safe. Verlinkt unten in der Infobox. 100%. Kriegst du Provision, dann verlinke ich nochmal und sag mal deinen Rabattcode. Okay. Das musst du auf jeden Fall haben. Jeans haben, was gut passt, nicht diese Schlagerhosen. Sehr gut, ich hasse die auch. An alle Leute mit Schlagerhosen, raus damit, Mann. Geht gar nicht, okay? Lederjacke ist immer gut, ne? Das kannst du sehr, sehr viel anziehen und sieht auch immer gut aus eigentlich. Perfekt. Okay, du hast es gerade angesprochen. Wir haben da so ein bisschen so eine kleine Gemeinsamkeit. Also ich bin aus dem sozialen Brennpunkt aus Hamburg. Du bist in Frankfurt aufgewachsen. Bei dir war wohl auch die Option, okay, schiefe Bahn oder Fußball. Bei mir war Breakdance oder schiefe Bahn. Ich habe mich für die schiefe Bahn entschieden. Nein, Spaß. Eine kleine Motivation auch für die Leute draußen. Fashion und Mode ist halt immer so ein bisschen oberflächlich. Fußball ist auch Unterhaltung, Spaß. Für die Leute, die sich mit uns identifizieren können, die sagen, ey, wir hatten früher auch irgendwie kein Geld. Wir haben ein Umfeld, was uns vielleicht nicht hilft und unterstützt. Einfach so eine kleine Motivation an alle, die jetzt auch vielleicht gerade demotiviert sind. Glaubt immer an euren Traum. Ich glaube, im Leben ist nichts irgendwie unmöglich und ihr müsst den Weg gehen, was ihr sein möchtet. Und bei mir war es damals so, ich wollte schon immer Fußballer werden und ich habe immer dran geglaubt, ich war jeden Tag kicken und ich könnte auch an die Skibahn gehen. Und, aber ich habe mich an den richtigen Weg genommen und heute ist es so, wenn ich immer noch dahin gehe, die kleinen Jungs nehmen mich als Vorbild und das macht mich einfach stolz und ich will denen einfach zeigen, dass du auch den richtigen Weg gehen kannst. Sehr nice. Leute, ihr hört es auf jeden Fall. Ich glaube, das ist nochmal so eine kleine Motivation. Jetzt habe ich eine letzte abschließende Frage, okay? Und zwar, was war für dich einfacher? Ja? Du bist jetzt Fußballer, wirst den einen oder anderen Euro verdienen. Ja. Früher Klamotten zu kaufen oder heute, wenn man jetzt nicht mehr unbedingt drauf schauen muss,
dass der Schuh günstig ist? Heute. Ist easier? Ja, heute ist easier. Ich weiß nicht wieso, aber heute ist es easier. Es ist entspannt. Also Leute, gebt Gas, haut rein, arbeitet hart. Ihr seht es, wenn man an seine Träume glaubt, kann man auf jeden Fall alles schaffen. Ich danke dir schon mal recht herzlich für das Interview auf jeden Fall. Mein Name ist Marc Eggers, Emre Can. Peace. Ciao. Okay, lass uns checken.